Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Anton und der Döskopf zum Weiterrätseln bei The House of Da Vinci. Ja, Rätseln ist gut, ne? Also die Rätsel sind gar nicht so schwer, es ist immer das Schwere, die Rätsel zu finden. Ich habe heute extra mal die Brille auf und ich hoffe mal, dass wir diesmal ein bisschen besser vorankommen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel danach kommt. Es hat sich schon fast so angefühlt, als wären wir so bald am Ende des ersten Spieles. Also wir sind jetzt oben auf dem Turm angekommen. Wir sind noch nicht im Turm, aber wir sind irgendwie oben am Turm, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Genau, ne? Wir müssen da noch irgendwie reinkommen. Okay. Das kann man hier auseinanderziehen, okay. Hoch, runter. Das war super schwer. Jetzt sind wir im Turm. Und nun? Okay. Dieser Teil des Turms ist unbeschädigt. Die Explosion muss in einem der unteren Stockwerke stattgefunden haben. Wie komme ich jetzt da runter? Ja, kletter einfach runter. Wie mit Seile schneid eins ab, kletter runter. Oh. Na gut. Oh, der läuft aber gleich ganz schön weit. Ich dachte, hier wären vielleicht noch ein paar coole Sachen dabei. Nein? Nichts? Gar nichts? Okay. Dann weiter runter. Das sieht ja interessant aus. Irgendwas mit dem Nachthimmel? Mond? Ist das der Mars? Nee, ach, das ist ein Vollmond, aber ein roter Vollmond oder was? Ein Blutmond. Was ist das? Kann man hier irgendwas verstellen? Also ich sehe nichts zum Verstellen. Braucht man wahrscheinlich hier erstmal einen Schlüssel. Ja, scheint so. Kiste. Okay. Ah, ich sehe es schon. So. Auf, auf. Und nu? Okay. Was soll ich hier machen? Wo kann man hier interagieren? Braucht man bestimmt wieder einen Schlüssel oder irgendwas. Hier nichts? Okay. Dann weiter. Was ist das? Oh, das muss irgendwas ergeben, hä? So hier? Ah ja, na klar. Und wie genau soll das funktionieren? Moment. Kann man hier noch irgendwas verstellen? Nein? Einfach nur drehen, bis es passt, oder wie? Es passt aber... Ah! Interessant.
Aber. Ist mal auf. Aber. War hier nicht noch was? Das hier. Was ist das dann? Kann ich hier nichts anklicken? Gar nichts. Hier ist was. So. Das Außen kann man auch verdrehen. Moment. Komischer Mechanismus. Und kann ich manchmal einzeln und manchmal nicht? Habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, was das sollte, aber hey. Was ist das? Ah. Ein Wappen. Quadratisches Medaillon. Okay. Kann man hier was verstellen? Sieht nicht so aus. Kann man das hier reinstellen? Sieht auch nicht so aus. Nee, da unten wollte ich angucken. Geht nicht. Da unten? Nee, nicht dahinter. Ich will das hier angucken. Das nicht? Sehr merkwürdig, aber okay. Quadratisches Medaillon. Mal gucken, wo das reinpassen könnte. Ja, nicht wirklich. Drei Löcher und dann noch was in der Mitte. Das Ziel muss drei Löcher haben. Warum meine ich das? Die Aussparung. Wir suchen eine dreilöchrige Aussparung. Das hier. Das hier passt. Okay, und nun? Kann man die hier verschieben? Was? Ach so. Okay. Wirklich? Oh, hier wird es jetzt interessant. Kann man auf dieses Feld mehrmals drauf gehen, weil es eine andere Farbe hat? Zweimal vielleicht? Wir versuchen es mal. Ja, es geht. Nicht weltbewegend schwer, oder? Oh, jetzt wird es schon interessanter.
Wir müssen sogar zweimal über die Felder gehen, ne? Das ist ja der Punkt, wir müssen zweimal. Also wenn man jetzt einmal so laufe, dann kann ich. Genau. Das ist jetzt nicht so schwer. Jetzt müssen wir wieder überlegen, wie machen wir das? So. So. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Ding, 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 ding. Ja, genau. Okay. Wie komme ich dann ein zweites Mal in die Ecke rein? Wenn ich jetzt hier lang gehe, ne? Das wird dann. Wie soll ich es jetzt nennen? Sagen wir, das ist hell, das ist dunkel, ne? Das Helle wird dann dunkel. Das wird fertig, fertig, fertig. Dunkel, dunkel. Fertig, fertig, fertig. Wie komme ich dann wieder hier hinten rein? Oder wenn ich hier fertig bin? Dunkel, dunkel, dunkel. Ne, fertig. Fertig, genau, einfach so. Das könnte funktionieren. Muss mal gucken, wie fange ich an? Fange ich hier an oder fange ich hier an? Ich mach mal ganz anders. Ich gehe erstmal nach oben. Aber ich tue das so hier. Jetzt habe ich ein Problem. Kann man das resetten? Fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Weil ich an das Stück nicht mehr rankomme. Seht ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich nicht mehr raus. Ne, das war ein Fehler. So hier. So, jetzt gehen wir. Sollte klappen. Yay!
Boom, Chikala, Chikawawa. Boom, Chikawawa. Okay, ein Zahnrad. Ich habe schon eine Idee, wo das rein könnte. Und ein zerknirschter, zusammengeknöllter Brief. Geehrter Meister Leonardo, wir wissen beide, dass wir ein großes Maß an gegenseitigem Respekt teilen. Wir wissen über die Dinge Bescheid, die in eurem Haus und in eurer Werkstatt passieren. Alle Maßnahmen, die ihr getroffen habt, um unsere Pläne zu verhindern und zu gefährden, sind nutzlos. Deshalb bitte ich euch zum letzten Mal, eure unfertige Arbeit zusammen mit den restlichen Plänen auszuhändigen und sofort und vollständig mit uns zu kooperieren. Ansonsten werdet ihr und euer Komplize bestraft. Der Marquis der ich weiß es auch nicht. Seth MacFarlane. Der Marquis von Seth MacFarlane. Was ist das? Warum kann ich das zur Seite schieben? Soll ich hier irgendwas finden? Das ist suspekt. Die Tatsache, dass man sie rumschieben kann, ist auf jeden Fall sehr suspekt. Hier muss es versteckt sein. Ah. Jetzt müssen wir das bloß noch lesen können, wa? Könnt ihr das lesen? Wir müssen unserem irgendwas. Ich kann das nicht lesen. Aber die Symbole halt, ne? Also Sechseck, Kreis. Viereck auf der Spitze stehend und Viereck auf der Seite liegend. Müssen wir das irgendwo aufschreiben? Rechnen wir mir das mal kurz auf. Karo könnte man auch dazu sagen, bei dem Viereck, was auf der Spitze steht. Wo könnten wir das gebrauchen? Also erstmal zu dem Zahnrad. Ich bin der Meinung, das gehört hier rein, oder? Ja, logisch. Gebastelt hat. Aha. Na, hier brauchen wir das direkt. Also das Ding kommt hier rüber. Das Ding kommt dahin. Das kommt hier hin. Kreis kommt da rein. Meda, Moda, moin, moin. Und das hier hin. Nicht wahr? So steht es zumindest in meiner Aufzeichnung. Und jetzt? Aha. Jetzt geht die Schublade auf. Aha. Silberscheibe. Was ist das hier? Goldskala mit einem Zahnrad. Escape Room? Ja, im Endeffekt ist es sowas ähnliches, ne? Also es nennt sich House of Da Vinci. Und wir versuchen hier eigentlich nicht zu fliehen. Wir versuchen hier weiter reinzukommen, um den Leonardo Da Vinci selbst zu finden. Und aber ja, man könnte es quasi wirklich mit dem Escape Room vergleichen. So viele solcher Rätsel.
Und sehr viele auch Rätsel, wo du wirklich dann direkt an den Gegenständen noch Sachen verändern musst und drehen musst und sowas. Finde ich eigentlich ganz lustig. Hat was. Können wir hier was aufsetzen? Hallo? Warum gehst du nicht näher ran? Was? Ach stimmt, hier oben waren wir auch noch gar nicht. Geht's aber nicht weiter. Ich dachte, ich müsste hier vielleicht. Aus irgendeinem Grund will er gerade nicht ranzoomen. Kann man da was draufsetzen? Ja. Und jetzt? Oh Gott. Ist die Frage, gibt es dafür einen Hinweis, was wir machen sollen? Oder kombinieren wir jetzt einfach nur was random? Treffen die sich alle irgendwann an einer Stelle? Auch nichts gebracht, ne? Ein Astrolabium, das die Mondzyklen anzeigt. Da müssten wir vielleicht erstmal einen Hinweis zu finden, was für Zyklen wir denn überhaupt darstellen sollen. Schätze ich mal. Nee. Konnte man denn da drüben gar nicht weiter? Was ist das denn hier? Hier kann man was machen. Irgendwas. Aha. Passt. Jetzt. Das sind vier Fenster. Vielleicht sehen wir dann hier diese Mondzyklen, die wir brauchen. 1, 2, 3, 4, ja. 1, 2, 3, 4. Eine seltsame Holzkonstruktion. Vielleicht ein Teil von Leonardos astronomischer Forschung. Ist da rein? Nein. Das ist merkwürdig. Es geht irgendwie nicht ganz weg, ne? Aus irgendeinem Grund. Ah, jetzt. Also die 1 ist grau mit vielen Streifen drauf. Die 2 ist dann braun mit ja, nicht so vielen halt. Keine Ahnung. Die 3. Ist ja auch wieder wie die 1, oder? Ach, was ist da jetzt? Hä? Ist das für ein merkwürdiges Rätsel? Müssen wir zuerst hier was einstellen oder wie? Aber woher sollen wir denn wissen, was? Was?
Wie habe ich jetzt den Schlüssel bekommen? Was? Was? Ich habe irgendwie ein Rätsel gelöst, ohne zu wissen wie. Sollen wir das jetzt auf die große Maschine übertragen? Eins ist der Vollmond. Zwei ist der rote Mond. Drei ist ein Halbmond. Und wo ist die vier? Vier ist ein roter Viertelmond. Sollen wir das übertragen oder was? Ich bin super verwirrt. Das wäre jetzt der Vollmond, oder? Der hier. Das ist der rote Vollmond. Dann war ein Halbmond. Aber wie rum? Aufgehender oder untergehender? Mit der Sichel. Schwer zu erkennen, ne? Nach links zeigend, würde ich sagen. Okay. Das wirklich funktioniert. Oder ich lasse den einfach mal so. Und der hier wird jetzt zu einem roten. Aber... Nur so hier, ne? Falsch rum. So ist auch falsch, oder? So hier? Sieht doch ziemlich genauso aus wie die Symbole da drüben, oder? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Erstmal herausfinden, wo der Schlüssel hingehört. Vollmond. Voller roter. Ein halber. Und... Ah, der ist ein bisschen weiter, oder rot. Ich glaube, den habe ich zu klein gemacht. Ich glaube, der rote geht noch ein Feld weiter auf. Ne? Ne, das ist wieder falsch. Der muss schon so hier sein. Oh, die Scheibe konnte man abnehmen. Was zum Henker, was? Moment. Und die muss man jetzt bestimmt mit dem hier kombinieren, oder? Wählgetriebe. Aha. Und nur? Weiß. Was passiert hier? Was? Ich bin gerade nicht ganz sicher, was man hier machen soll. Hey Stefan, hallo. Was genau passiert hier gerade?
zu mal leuchten ein paar Buchstaben auf, wenn ich so drunter fahre. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ist das jetzt richtig eingestellt oder nicht? Das ist die große Preisfrage. Kann man hier noch was anderes anklicken? Oder wo war denn noch ein Schlüsselloch? War hier irgendwo was? Ziemlicher Standardschlüssel, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir alles schon gemacht? Also irgendwas müssen wir hier oben machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was. Was? Nee. Das war schon richtig, glaube ich. Dem hier. Aber das hier verstehe ich einfach nicht. Was soll ich denn hier machen? Mit dem Mechanismus darunter verbunden. Was soll das bedeuten? Diese Symbole, haben wir die schon mal irgendwo gesehen? Also ich bin der Meinung, das hier ist absolut richtig. Das ist genau das, was mir diese Scheibe hier anzeigt. 1, Vollmond. 2, voller Blutmond. 3, halber Vollmond. Oder Halbmond, was auch immer. Ja. Aber so ein bisschen, also ein bisschen mehr weiß als schwarz. Und hier ist der Blutmond, aber deutlich mehr schwarz als rot. Und genau das haben wir nachgebaut. 1, der Vollmond. 2. Der volle Blutmond. 3. Der halbe Mond. Aber ja, anders geht es nicht. Das Schwarz muss so liegen. Und den Blutmond, den würde ich gerne noch einen Zacken größer machen. Das geht aber einfach nicht. Geht nur so. Ja, ich verstehe halt nicht, was das Ding hier macht. Was versucht er denn zu schreiben? Es sieht fast aus wie Buchstaben, aber irgendwie auch merkwürdig.
nehme einen Hinweis. Eine Niete an der Schatulle neben dem Astrolabium sieht anders aus als die anderen. Ernsthaft? Eine Niete an der Schatulle neben dem... Ah! Tatsache. Jetzt, wo du es sagst, sieht man's. Und da kommt der Schlüssel rein. Seltsam geformtes Werkzeug. Wo könnte das denn ran? Also hier nicht wirklich, oder? Naja. Aber hier müssen wir auch noch irgendwas machen. Mit dem Ding sind wir durch. Was ist hier? Hier ist auch nichts mehr offen. Na toll. Sollen wir das jetzt hier irgendwo ranbringen oder was? Das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Oh, was ist das denn? Was ist denn hier los? Hä? Ich dachte, das Rätsel haben wir schon gelöst. Müssen wir noch was reinsetzen? Können wir es überhaupt noch drehen? Ich dachte, wir haben es schon gedreht. Ich dachte, wir sind mit dem Ding schon fertig. Und wie haben wir das gelöst? Einfach zufällig oder was? No, das ist jetzt der Punkt, an dem wir jetzt sind. Also bis hierhin haben wir es irgendwie zufällig gelöst. Ich weiß auch nicht wie. Na? Und jetzt kommt der mit einem extra Werkzeug ran. Moment, was ist jetzt gerade passiert? So, das ist ja auch schon passiert, ne? Das Ding war auch schon auf. Und jetzt müssen wir damit ein extra Werkzeug ran. Ne? Also hier waren wir schon drin, ne? Das war auch schon auf. Ne, das haben wir alle schon, ne? Uns fehlt dieses Werkzeug, was auch immer hier rein soll. Das hier ist es anscheinend nicht. Ich dachte eigentlich, es würde vielleicht reinpassen. Wer hat eine Idee?
Warum kann ich denn da nicht hin? Diesen kleinen Vorsprung. Ach, Mensch, du. Na gut. Nächster Hinweis, schätze ich mal. Da sind vier Kugeln am unteren Ende des aufgehängten Rades. Wofür die wohl gut sind? Ja, das habe ich doch gesehen und das habe ich doch schon eingestellt, oder? Das habe ich eigentlich schon eingestellt. Eins. Na, hier die Eins. Die Zwei. Die Drei und die Vier. Habe ich eigentlich schon gemacht. Ich bin der Meinung, ich habe es gemacht. Was ist jetzt hier los? Schade. Noch ein Hinweis. Ich kann jede Kugel drehen, um einen Teil ihrer Oberfläche freizulegen. Habe ich irgendwo hier im Raum einen Hinweis zu ihrer richtigen Stellung gesehen? Ja, das habe ich doch gemacht, oder? Habe ich das nicht gemacht? Ist der hier falsch? Müsste doch passen. Verstehe ich nicht. Stefan, hast du eine Idee? Ich bin der Meinung, ich habe das richtig eingestellt. Das ist viel zu klein. Das kann so nicht sein. Muss schon so sein. Und trotzdem passiert dann nichts. Also. Ich habe das doch eingestellt. Eins, zwei. Drei, vier. Das Astrolabium scheint unterschiedliche Mondphasen anzuzeigen. Ich könnte versuchen, die Kugeln so einzustellen. Hab ich doch! Hab ich doch gemacht! Hä? Kann ich mich verarschen oder so? Genau das habe ich doch gemacht. Stufe 1, Stufe 2, 3 und 4. Das Game mich vergackeiern. Ich bin der Meinung, ich habe es gelöst. Ich verstehe gerade nicht, was das soll. Kommt da noch was? Wir müssen noch auf den letzten Hinweis warten. Jetzt können wir ihn nehmen.
Wenn ich die Kugeln richtig einstelle, könnte ich das Rad in der Mitte aktivieren. Und dann müsste ich es über die Arme an den Kanten bedienen können. Was? Was hast du gesagt? Ich hab die Kugeln doch richtig eingestellt. Wie soll ich die denn einstellen? Ich hab sie doch eingestellt. Verstehe ich nicht. Nee, also ich bin gerade irgendwie fassungslos. Ich habe das Rätsel gelöst. Ich weiß nicht, warum es nicht weitergeht. Ich habe es doch gelöst. Stefan, du hast es doch selber mal durchgespielt. Weißt du, wie es hier weitergeht? Das sieht komisch aus. Seht ihr das? Das Brett hier. Das sah sehr, sehr komisch aus von oben. Ich bin der Meinung, ich habe es richtig gemacht. Vollmond, Blutmond, halber Vollmond, nur Sichel, Blutmond. Was ich hier machen soll, verstehe ich halt nicht. Ich gucke jetzt in die Lösung rein. Ist das dämlich, ey. Kleine Pause, bin gleich wieder da. Und dann geht's weiter.